Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle kennen die Bilder von Böllerwürfen auf Rettungsdienste, Rettungskräfte. Wir kennen die Berichte über Bedrohungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgeramt. Und ich glaube, wir sind alle darüber erschüttert und fassungslos auch über diese besorgniserregende Entwicklung. Und dort werden ja ausgerechnet diejenigen angegriffen, die sich tagtäglich für unser Gemeinwohl einsetzen, die retten und löschen wollen, die für unsere Sicherheit sorgen. Und diese Gewalt, das eint uns hier, verurteilen wir aufs Schärfste. Gewalt und Bedrohungen sind nicht hinnehmbar. Und Respekt und Anerkennung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist das Signal, Herr Lohn, da gebe ich Ihnen recht, das von dieser Debatte heute ausgehen soll. Wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, dann sieht man, dass die Gewaltdelikte in Nordrhein-Westfalen in den letzten 10 Jahren insgesamt gesunken sind. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, auch wenn die öffentliche Wahrnehmung hier häufig eine andere ist. Aber der Blick in die Statistik zeigt, insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen weniger Gewalt, und das ist gut so. Besorgniserregend ist aber, wenn man sich dann anschaut, wie sich die Gewaltdelikte gegen beispielsweise Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, gegen Feuerwehrleute, gegen Rettungsdienste entwickeln. Hier haben wir eine gegenläufige Entwicklung. Wir erleben momentan mehr Gewalt gegen diese Personengruppen, gegen Lehrerinnen und Lehrer und gegen andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. Aber auch die Gewalt gegen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, gegen Journalistinnen und Journalisten und nicht zu vergessen auch die Gewalt gegen geflüchtete Menschen und Menschen, die ihnen helfen wollen, steigen derzeit massiv an und sind aus meiner Sicht ein Ausdruck einer offenbar polarisierten und auch enthemmten Gesellschaft. Und das finde ich besorgniserregend zu beobachten. Im Bereich der Polizei ganz konkret haben wir die Studie Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Auftrag gegeben. Und daraus sind ja sehr konkrete Maßnahmen und eben auch neue Ausrüstungsgegenstände entstanden und angeschafft worden. Aber auch in anderen Ministerien der Landesregierung gibt es ja Konzepte und Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Konfliktmanagement für die Beschäftigten, die hier zur Verfügung gestellt werden. Und ich finde, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass diese Ansätze und Konzepte weiterentwickelt werden. Und das haben wir auch noch mal in unseren Entschließungsantrag geschrieben, dass es hier eine Weiterentwicklung gemeinsam mit den Gewerkschaften und anderen Gruppen geben soll. Aber Herr Lohn, so zu tun, als würde Rot-Grün nichts tun, als wären wir tatenlos geblieben, das stimmt einfach nicht. Das entspricht nicht in der Realität, und das zeigen wir ja auch noch mal sehr deutlich auf. Und wir gehen auch noch weiter. Wir haben uns zu einer Bundesratsinitiative entschieden, die ja mittlerweile auch eingebracht wurde. Wir wollen anders als die CDU nicht den 113 Strafgesetzbuch ändern, wo Sie ja den Strafrahmen erhöhen wollen und wo wir der Meinung sind, dass das Symbolpolitik ist, weil es nicht dazu führen wird, dass es weniger Gewalt geben wird. Wir sehen diesen Abschreckungseffekt, mit dem Sie immer argumentieren, sehen wir hier nicht. Wir wollen stattdessen eine Änderung des § 46 StGB, um die hinter der Tat stehende Gesinnung zu berücksichtigen beim Strafmaß. Und das gilt dann eben nicht nur bei Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte, und das ist mir noch mal wichtig, sondern das würde dann auch gelten bei anderen Amtsträgerinnen und Amtsträgern, aber zum Beispiel auch bei ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Und das halte ich und das halten wir als rot-grüne Fraktion für einen wesentlich sinnvolleren Ansatz, den wir hier verfolgen. Für unsere Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen wollen wir mit der Regelung zur Schmerzensgeldübernahme eine Regelung schaffen, dass das Schmerzensgeld ausgezahlt wird, wenn der Schädiger dazu nicht in der Lage ist. Wir wollen aber nicht, so wie die CDU das bisher vorgeschlagen hat, bei den Beamtinnen und Beamten stehen bleiben, sondern wir wollen, dass diese Regelung auch für die Tarifbeschäftigten gilt, weil wir eben keine Regelung für Beschäftigte erster und zweiter Klasse in Nordrhein-Westfalen haben. Und genau dieses Gesetz befindet sich derzeit ja in der parlamentarischen Beratung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bei diesem Gesetz zu einer großen Zustimmung hier im Parlament kommen würden. Denn wir haben als Land eine Fürsorgepflicht, die nehmen wir wahr und die wollen wir weiter ausbauen, der wollen wir gerecht werden. Und ich hoffe, dass Sie da mitmachen, und ich hoffe auch, dass dieses Signal der Anerkennung und des Respekts von dieser Debatte heute ausgehen kann. Vielen Dank.